Ab dem 29. Oktober müssen die Sylt-Pendler und Urlauber mit erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen dem Festland und Sylt rechnen. Die Deutsche Bahn AG saniert am Klangsbüller Bahnhof die Gleise, Weichen und den Bahnübergang aufwendig. Die NOB-Züge verkehren in dieser Zeit nur stündlich, dafür aber mit mehr Waggons. Ein Sonderfahrplan ist eingerichtet. Voraussichtlich wird bis zum 19. November gebaut. Auch das Sylt-Shuttle ist von den Einschränkungen betroffen. Reisende sollten dies einkalkulieren.